Tottenham gegen den BVB, das ist auch das Duell zweier sehr erfolgreicher Stürmer in den letzten Jahren. Diese beiden, Harry Kane und Pierre-Emerick Aubameyang, sind dann auch die wertvollsten Spieler der beiden Mannschaften. Und wir haben den Direktvergleich für euch. Harry Kane, 24 Jahre alt, gebürtig aus London. Der hat in den letzten 3 Spielzeiten 75 Premier League-Tore erzielt. Am letzten Wochenende gab es den Doppelpack für ihn, ist 60 Millionen Euro wert, und 5 Millionen mehr wert ist Pierre-Emerick Aubameyang. Der hat im gleichen Zeitraum in den letzten 3 Jahren 72 Mal in der Bundesliga getroffen, auch er schon mit 2 Toren in der Liga in dieser Saison. Der Vorteil für Aubameyang: er ist deutlich Champions League erfahrener.